Herzlich willkommen zur 10. Folge von Eishockey Spezial 100% Eishockey, der Talk. Heute zu Gast Christian Nieberle, aber wir starten wie immer mit dem Newsflash. Fred Carroll verlässt die Tech Art Black Dragons Erfurt. In der DEL 2 hat sich auch was getan. Trainer Kevin Goudet verlängert beim EC Bad Tölz. Hagen Kaisler wechselt Liga-intern von Krimmetschau nach Freiburg. Richard, eher genannt Richie Müller von den EC Kassel Huskies, beendet seine Karriere. Auch in der DEL gibt es Neuigkeiten. Philipp Kuhnekert und Laurin Braun verlängern in Krefeld. ESV Kaufbeuren bindet Markus Schwäger für 3 Jahre. Der Youngster entscheidet sich für einen langfristigen Vertrag beim ESVK. Der EHC Freiburg verpflichtet Luis Ludin. Er kommt aus Innsbruck nach Freiburg. Michel Zeiter, neuer Coach der Heilbronner Falken. Er kommt aus der Schweiz nach Deutschland. Matt McKnight bleibt in Bietigheim. Der Kämpfer aus dem Tor, Enrico Salvarani, verlässt die Hannover Scorpions Richtung DL2. Yusso Rajala bleibt beim EHC Bayreuth. Mario Richter wird neuer Coach der Eispiraten Krimmetschau. Das war der Newsflash. Jetzt kommen wir zum Gespräch mit Christian Nieberle. Ja, jetzt Christian Nieberle bei uns. Ja, wir fangen mit der Standardfrage zu Beginn an. Wie gehst du mit der Corona-Krise um? Ja, so wie alle anderen auch. Ich versuche mich an die Regeln zu halten. Bin natürlich viel zu Hause. Ja, gehe mit dem Hund viel raus. Versuche mir die Zeit irgendwie zu vertreiben. Bisschen Sport habe ich auch die ersten 2-3 Wochen zu Hause gemacht. Aber die Motivation hat nachgelassen die letzten Wochen. Im Wohnzimmer macht das irgendwie nicht ganz so viel Spaß. Ja, versuche halt gesund zu bleiben, wie gesagt, mich an die Regeln zu halten, so wie alle anderen auch, ne? Was kannst du denn jetzt nicht mehr machen, was du vorher machen konntest? Ja, erstmal kann ich schon mal nicht mehr arbeiten gehen seit 5 Wochen. Ich bin an einer Förderschule in Mülheim angestellt und hauptsächlich als Sportlehrer und mache nebenbei noch Schwimmtraining als Übungsleiter. Ja, ne? Eishockey fällt auch weg, also meine Schiedsrichtertätigkeit ist auch auf Eis gelegt, wie man so schön sagt. Fitnessstudio geht auch nicht mehr. Also im Endeffekt alles, was ich sonst so gemacht habe von montags bis sonntags, fällt jetzt seit 5 Wochen weg. Ne? Ja. Ja, du sprichst es an, ne? Schiri, da wollen wir jetzt mal drauf zu sprechen kommen. Ja, die erste Frage ist erstmal, für welchen Verein pfeifst du überhaupt? Für die Hammer Eisbären. Ja, dann die nächste Frage. Als Spieler ist man ja öfter mal eher gegen den Schiedsrichter. Wie kommt es denn jetzt, dass du auf einmal die Seiten gewechselt hast? Ja, ist eigentlich eine lange Geschichte. Ich versuche die mal kurz zu halten. Ich hatte immer schon viel Kontakt mit Schiedsrichtern, weil mein damaliger Nachbar Schiedsrichterbetreuer bei der DEG war. Und ich halt schon aktiv im Nachwuchs immer Eishockey gespielt habe und dann dadurch auch schon Kontakt immer zu Schiedsrichtern hatte. Hauptsächlich aus der DEL halt, ne? Weil die halt auch oft bei ihm zu Hause waren und sein Sohn ist auch mein bester Kollege nebenbei. So dass ich halt immer viel Kontakt mit Schiedsrichtern sowieso schon hatte. Ja, das ist erstmal der Hauptgrund, würde ich sagen. Des Weiteren wollte ich natürlich irgendwie mit dem Eishockey verbunden bleiben. Trainer ist jetzt, also ich bin ja Schwimmtrainer. Das reicht mir auch erstmal. In der Schule habe ich auch genug mit Kindern so zu tun. Also Eishockey-Trainer war nie für mich eine Option. Deshalb, ja, habe ich dann nach meiner Laufbahn das nochmal angegriffen, das Thema. Macht mir auch Spaß. Habe jetzt 2 Saisons gepfiffen. Die erste Saison jetzt beim DEB. Ja, jetzt gucken wir mal, wo die Reise hingeht, ne? Ja, nochmal eine kurze Nachfrage zu deinem Verein, wofür wen du pfeifst. Wie kam es dazu, dass du für Hamm pfeifst? Ja, ich habe meine Saison in Hamm gespielt. Die Saison, bevor ich nach Herne gewechselt bin, da kam ich ja aus Hamm. Habe dadurch also da noch gute Kontakte. Und ja, im Endeffekt ist eigentlich egal, für welchen Verein man pfeift. Du brauchst halt einen Verein.
Im besten Fall zahlt er dir vielleicht noch die Lehrgangsgebühren. Ja, und jeder Verein braucht ja auch ein paar Schiedsrichter. Ja, und dann habe ich ein paar Anfragen gestartet. Und ich meine, in Herne damals hatte ich auch schon gefragt, aber Herne hat mehrere Schiedsrichter schon gehabt. Und ja, dann ist das halt, ne? Bin ich halt nochmal auf Hamm zugekommen und dann haben die gesagt, ja, kein Problem. Ja, macht dir der Job als Schiedsrichter Spaß? Ja, macht mir auf jeden Fall Spaß. Ist immer wieder lustig, alte Kollegen zu treffen auf dem Eis. Ne? Ich darf ja jetzt dann mittlerweile auch schon seit letzter Saison in der Oberliga pfeifen. Und ja, aber auch in der Regionalliga triffst du immer wieder Jungs von früher. Ja, macht auf jeden Fall Spaß und war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Sonst hätte ich jetzt auch wieder nach einer Saison wahrscheinlich sowieso wieder aufgehört. Ja, welchen Verein pfeifst du denn persönlich am liebsten und warum? Ja, welchen Verein pfeife ich am liebsten? Kann man jetzt so nicht sagen. Herne zum Beispiel habe ich ja noch nie im Seniorenbereich gepfiffen, nur die 1B und den Nachwuchs. Natürlich ist Herne mein Herzensverein, wie ihr euch denken könnt. Ja, ist halt noch nie dazu gekommen, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich jetzt lieber Herne pfeife als, keine Ahnung, Ratingen oder Essen. Also die Spiele haben immer, sind immer was Besonderes, egal wo du pfeifst, egal welche Liga, egal welches Alter. Ja, und deshalb kann ich nicht sagen, jetzt welchen Verein ich am liebsten pfeife. Natürlich pfeift man gerne gute Spiele, ne? Ob es jetzt, ich habe jetzt durfte einmal in Tilburg pfeifen gegen Halle, hat mir Spaß gemacht. Indiens gegen Duisburg habe ich gepfiffen, hat natürlich auch Spaß gemacht, da waren, glaube ich, 3.500 Zuschauer. Ja, aber ich will es jetzt nicht auf den Verein beziehen. Ja, du hast es auch gerade bereits angesprochen, du pfeifst jetzt seit dieser Saison auch in der Oberliga. Ist es denn dein Ziel als Schiedsrichter vielleicht, irgendwann in der DL zu pfeifen? Puh, klar würde ich gerne mal ein DL-Spiel pfeifen oder vielleicht vorher erstmal ein DL2-Spiel, klar. Allerdings gibt es wirklich viele gute Schiedsrichter jetzt auch junge Schiedsrichter, die nachkommen. Ich habe mich ja jetzt erst im Alter dann von 34 Jahren wieder dazu entschlossen, den Weg zu gehen. Deshalb habe ich da jetzt nicht die großen Ambitionen, jetzt unbedingt noch in die DL zu kommen oder in die DL2. Klar, würde ich es gerne machen, wenn mich jemand fragen würde, sofort. Aber da ist noch ein weiter Weg dahin. Wie gesagt, ich bin auch nicht der Jüngste, ich bin auch nicht der Größte jetzt von der Körpergröße. Ist auch wiederum so eine Sache, ne? Da könnt ihr euch vorstellen, in der DL sind die Jungs relativ groß und breit. Ne? Ich meine, als Spieler hat mich das jetzt nicht so gestört, aber als Schiedsrichter musst du ja da auch irgendwie gut eingreifen können. Und ja, ich weiß nicht, wo mein Weg hinführt. Lassen wir uns mal überraschen, ne? Du sprichst es an, gut eingreifen können. Man kennt dich ja als Spieler, sag ich mal, als eher Kämpfer. Gehst du denn gerne bei Schlägereien dazwischen? Ach, was heißt gerne? Erstmal hatte ich noch nicht viele Schlägereien, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ja jetzt erst eine Saison auch im DEB-Bereich gepfiffen. Auch diese Saison hatte ich, wenn ich jetzt mal gerade überlege, glaube ich, eine oder zwei Hauereien. Ja, man guckt sich sowas gerne an, aber ich bin ja dafür da, um die Sache dann fair zu halten und auch dann wenn einer dann halt das auch nicht möchte oder dann auf dem Boden liegt, da einzugreifen, so dass ich die Sache jetzt aus einer anderen Perspektive so ein bisschen betrachte. Aber gegen guten Fight habe ich nie was einzuwenden, ne? Solange der fair natürlich ist. Ja, kommen wir jetzt mal auf ein anderes Thema. Dein Abschiedsspiel hast du in Herne gemacht. Warum in Herne und nicht in deiner Geburtsstadt in Essen? Ja, das ist eigentlich relativ einfach. Essen ist meine Geburtsstadt, aber ich habe jetzt schon länger keine direkte Verbindung mehr zum Verein. Da hätte auch wahrscheinlich mir niemand ein Abschiedsspiel angeboten, sage ich jetzt mal. Deshalb war eigentlich war klar, dass wenn sowas geschieht, sowieso nur in Herne passieren würde. Und ja, dann, ich meine, letzte Saison ist ja dann ein Spiel ausgefallen. Ich meine, die erste sollte, glaube ich, gegen eine russische Mannschaft spielen, wenn ich mich nicht vertue. Und das ist, meine ich, ausgefallen. Und dann kam der Jürgen Schubert auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich dann halt mit dem Danny an dem Datum dann mein Abschiedsspiel machen würde. Ja, und da brauche ich natürlich nicht lange überlegen. Vor allem, wer hat schon in der Oberliga ein Abschiedsspiel?
der mal. Ich wüsste jetzt keinen. Von daher habe ich mich natürlich auch sehr gefreut und war auch eine geile Sache. Ja. Ja, wie war es denn für dich, bei dem Spiel nochmal generell mit deinen alten Weggefährten auf dem Eis zu stehen? Ja, also wie gesagt, hat mir riesig Spaß gemacht. Ich durfte mir die Mannschaft auch zusammenstellen, was natürlich auch eine coole Sache war, und habe mir natürlich meine Jungs zusammengeholt, mit denen ich früher immer gespielt habe, und ja, war eine coole Sache. Ich denke auch gerne nochmal dran zurück und ja, bin auch sehr dankbar dem Verein gegenüber, dass sie mir das ermöglicht haben, ne? Mit Trikots, und habt ihr ja alles mitbekommen. War ja schon eine geile Sache. Ja, wollen wir jetzt mal so ein bisschen auf deine Karriere zurückblicken? Du. Laufbahn, ne? Ja. Laufbahn, okay. Hat der Holzmann euch das schon beigebracht? Ja, hat er uns schon beigebracht, ja. Laufbahn. Sagen wir mal Laufbahn. Okay, dann kommen wir halt auf deine Laufbahn zu sprechen. Wir haben ja gerade schon angeschnitten, geboren bist du in Essen. Angefangen Eishockey zu spielen hast du dort auch. Was hat dich denn überhaupt zum Eishockey gebracht? Na Jungs, da habt ihr nicht gut recherchiert, ne? Ich bin zwar in Essen geboren, aber gut, ich bin auch schon ein bisschen älter. Vielleicht ist das in der Datenbank nicht mehr verzeichnet. Allerdings habe ich im Alter von 4 Jahren in Bad Aibling angefangen mit Eishockey. Das ist in Bayern. Okay. Nahe Rosenheim. Und da habe ich gewohnt. Ich bin in Essen geboren. Wir sind dann, bin dann mit 2 Jahren mit meinen Eltern nach Bayern gezogen, weil mein Vater da einen guten Job hatte. Hab dann da mit Eishockey angefangen, hab dann da 1-2 Jahre in Aibling gespielt. Das ist ein Dorf, ein Dorfverein mehr oder weniger. Und bin dann nach Rosenheim gewechselt, nach 2 Jahren. Ja, und hab dann da meine Laufbahn fortgesetzt und bin dann aber wieder zurückgezogen mit meinen Eltern im Alter von 7 oder 8. In der 3. Klasse, in der Grundschule kam ich hier wieder an und hab dann quasi in Essen dann weiter gespielt. Ja, und bin dann halt den ganzen Nachwuchs da geblieben. So ist das. Ja, du weißt ja, wer mit der Statistik ist, ne? Ja. Ich weiß auch nicht, ob man das hätte finden können. Ich kann es nachher mal selber versuchen zu recherchieren, aber ich denke nicht, dass im Jahre 88, 89 da hat an euch beide eh noch keiner gedacht. Schon ein bisschen länger her, ne? Ja, auf jeden Fall bist du im Seniorenbereich nicht in Essen geblieben, sondern du bist zum EHC Dortmund gegangen. Wie kam das damals zustande, dass du nicht in Essen, sondern in Dortmund im Seniorenbereich angefangen hast? Ja, ich glaube, zu dem Zeitpunkt war die erste Mannschaft von Essen in der DL. Und ja, für mich gab es da keine Perspektive. Da wurde auch jetzt nicht großartig auf Nachwuchs gesetzt, leider Gottes. Und ich hatte dann über meinen damaligen Trainer Joris Krummitsch, der ja aus Dortmund stammt, einen Kontakt nach Dortmund. Und da ist dann damals Kick eingestiegen, genau in der Saison. Die wollten da ein bisschen was aufbauen. Ja, und dann bin ich da in meinem ersten Seniorenjahr in Dortmund gelandet. Allerdings bin ich nach einem Jahr auch schon wieder, um die Frage vorwegzunehmen, dann wieder gewechselt nach Solingen, weil da 2 gute Kollegen von mir gespielt haben. Gleiche Liga, aber anderer Verein, ja. Und dann bin ich ein Jahr in Solingen gewesen. Dann würdest du mich wahrscheinlich gleich fragen, warum ich nach einem Jahr in Solingen wieder weitergezogen bin. Die sind dann leider eine GmbH, glaube ich, ist dann insolvent gegangen. Ja, und dann kam ein Anruf wiederum aus Essen. Und dann bin ich wieder nach Essen gewechselt, zur 1B-Mannschaft damals. Ja. Aber eine Frage hatte ich noch bei Dortmund, ob du hast da dann auch dein erstes Tor geschossen, sagen wir mal im Seniorenbereich. Kannst du dich da noch dran erinnern und war es für dich ein schönes Gefühl? Ehrlich gesagt kann ich mich nicht dran erinnern. Da ist jetzt zu lange her. Also wenn es jetzt die DL gewesen wäre, mein erstes DL-Tor, wüsste ich es bestimmt noch, aber kann ich mich nicht dran erinnern. Obwohl ich in meiner Laufbahn ja nicht so viele Tore geschossen habe, kann ich mich leider trotzdem nicht dran erinnern. Ja, die Soling-Geschichte hast du ja gerade schon selber erzählt und du bist aber dann nach Essen in die 1B gegangen. Wie kam es dazu, dass du in die Essener 1B gegangen bist? Ja, mein alter Trainer, meiner Nachwuchstrainer, der Joris Krummitsch, hat mich dann gefragt, ob ich dabei helfen möchte, die Mannschaft eine Liga höher zu bringen, also in die Regionalliga. Wir waren damals, glaube ich, in der Bezirksliga. Hab mit vielen Kollegen aus der Nachwuchszeit in der Mannschaft wieder gespielt, hat auch sehr viel Spaß gemacht und ja, haben wir dann auch geschafft, sind dann aufgestiegen
Ja, und dann bin ich ja ein, zwei Jahre dort geblieben. Ja, aber da wirst du ja wahrscheinlich jetzt ansprechen, ne? Das habe ich schon noch ein, zwei Fragen zu. Ja, die nächste Frage wäre gewesen, dann bist du ja wieder in die erste Herren gegangen. Wieso ging es dann wieder da zurück? Ja, die erste Mannschaft, also war dann leider wieder pleite, sind dann also abgestiegen aus der DEL. Wir hatten ja die 1B quasi in die Regionalliga gebracht und konnten dann halt, dann war halt quasi die 1B die erste Mannschaft und hab dann halt dort in Essen in der Regionalliga gespielt, genau. Ja, und dann hast du, wie angesprochen, bist du 2011 nach Hamm gegangen in die Oberliga. Wie kam es, dass du dann nach Hamm gegangen bist? Ja, wir sind dann wieder pleite gegangen. Die nächste Insolvenz in Essen. Wir hatten ja dann in der Oberliga aber mittlerweile schon gespielt. Nachdem wir das Jahr zuvor in der Regionalliga Meister geworden sind, gegen Duisburg im Finale. Dann hatten wir einen kleinen Wechsel im Vorstand. Neuer Trainer, Jari Pasan, kam dann. Hatten wir auch eine sehr gute Mannschaft in der Oberliga. Wohl auch sehr teuer und was nicht an mir gelegen haben soll. Sind dann auf jeden Fall am Ende der Saison wieder insolvent gegangen. Ja, und dann hatte ich einfach keine Lust mehr drauf. Und ja, der Carsten Plate hat mich dann gefragt, ob ich gerne nach Hamm kommen würde. Ich war zu der Zeit damals Student. Ja, und bin dann eine Saison immer mit der Bahn bis nach Hamm gefahren, mit meinem Studententicket. War auch eine coole Saison, eine gute Mannschaft, cooler Verein. Aber nach einer Saison war mir die Fahrerei dann zu viel. Ja, und dann bin ich in Herne gelandet. Ja, genau, dann bist du in Herne gelandet, hast da bis zu deiner Laufbahnende gespielt. Was hat dich nach Herne verschlagen und wieso bist du dort so lange geblieben? Ja, der Carsten Plate ist ja dann nach Herne gewechselt und hat mich dann gefragt, ob ich mitkommen möchte nach Herne. Zu dem Zeitpunkt hat mich dann auch der Frankie Petrosa, mit dem ich in Essen ja da in der Regionalliga und dann auch in der Oberliga-Mannschaft gespielt habe, gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, nach Herne zu kommen. Die wollten dann halt auch was aufbauen. Hab mir das dann auch angehört. Ja, und nachdem ich dann auch gehört hatte, was für andere, welche Spieler jetzt noch dazu stoßen, mit dem Anti-Yusimitin, mit dem hatte ich ja schon in Essen gespielt, Thomas Richter, Brinkmann, ne? Damian Schneider, war dann eigentlich klar, dass ich dann meine Laufbahn in Herne fortsetzen werde. Ja, das war schon die Laufbahnfragen. Jetzt kommen wir zu den Fanfragen. Die erste Fanfrage ist, vermisst du die Zeit als Spieler? Ja, also grundsätzlich schon. Das war natürlich eine geile Zeit. Vor allem die Zeit mit den Jungs im Bus, in der Kabine, natürlich auch auf dem Eis, aber so das Ganze drumherum. Mit der Mannschaft mal nach dem Spiel, vielleicht mal ein Bierchen trinken, ne? Diese Sachen, die vermisse ich schon. Das hat man als Schiedsrichter natürlich nicht, obwohl man natürlich auch ein Team hat, bestehen aus drei Leuten, aber es ist halt schon ein bisschen anders. Vor allem, weil dein Team ja auch meistens vom Wochenende zu Wochenende wechselt. Und ja, war eine geile Zeit und denke ich auch, daran denke ich gerne zurück. Ja, ihr hattet mich auch gefragt, fällt mir gerade ein, warum ich so lange in Herne geblieben bin. Genau. Ja, in Herne gab es halt einfach keinen Grund, den Verein zu verlassen. Also weder eine Insolvenz, noch ein Trainer, der mir nicht gepasst hat, noch Mitspieler, also das ganze Umfeld, alles, die Stadt, die Nähe zu Essen, ja, hat einfach gepasst, 6 Jahre lang. Wir haben uns ja auch stetig verbessert von Saison zu Saison. Ich weiß nicht, ob ihr beiden damals schon dabei wart in meiner ersten Saison. Aber dann wisst ihr, ja, okay. Dann wisst ihr, was sich so getan hat. Ne? Jetzt mittlerweile ist ja echt schon relativ professionell alles. Und ja, finde ich cool. Guter Verein. Weiter so. Ja, ich glaube, das war auch diese Übertruppe, die Regionalliga, glaube ich, eine Niederlage oder so hatte in dem Jahr. Ja, genau. Ja. Ja. Da seine 60 bis 80 Tore in der Saison geschossen. Ja, war gut. Und die legendären Duelle mit Neuwied. Ja, auch, genau. Später ja auch noch, ne? Ja. Ist ja damit aufgestiegen. Ja, die zweite Fanfrage ist, hattest du als Schiedsrichter schon mal das Verlangen, einen Spieler einen aufs Maul zu hauen? Ich hatte die Frage schon gelesen im Internet. natürlich nicht. Als Schiedsrichter muss er natürlich versuchen, seine Emotionen, soweit es geht, unter Kontrolle zu haben.
muss einen Überblick haben, ne, über das ganze Spielgeschehen und darf sich da nicht reinsteigern, auch wenn dich mal ein Spieler ja, ansiegt von der Seite, was eigentlich auch selten vorgekommen ist, muss ich sagen, in meinen zwei Saisons. Ich weiß nicht, man kennt halt auch viele Jungs, ne? Ich weiß nicht, ob ich dadurch einen Vorteil habe, aber ich glaube schon, selbst im Nachwuchs kenne ich viele Jungs und ja, da ist ein gegenseitiger Respekt vorhanden und ich behandle die Spieler gut, ich werde von den Spielern gut behandelt, also, ne. Eine kurze Frage habe ich. Du hast ja schon, hast ja erzählt, du hast in Tilburg auch schon mal gepfiffen. Wie sprecht ihr da Englisch? Ja, also mit den Offiziellen meinst du, ne? Ja, ja, wir sprechen Englisch, die sprechen, wobei die auch gut Deutsch alle sprechen. Also du kannst da mit den Leuten Deutsch sprechen, Englisch sprechen. Ich kann eigentlich ganz gut Englisch, von daher komme ich ganz gut zurecht da mit Englisch. Aber wie gesagt, ist auch eine super Organisation. Also würde ich gerne demnächst nochmal pfeifen. Ich hatte auch eine Playoff-Einteilung da für den Dienstag, Spiel 3 gegen Selb. Ja, aber wurde dann leider am gleichen Abend oder am nächsten Morgen schon wieder gecancelt, das Ganze, ne? Ja, die dritte Fanfrage ist, mit wem hast du am liebsten zusammengespielt? Puh, ja, wenn man so lange spielt, hat man echt viele Mitspieler gehabt. Aber ich habe natürlich, und ja doch, also ich habe mit dem Sören Hauptig und mit dem Damian Schneider die meiste Zeit habe ich mit den beiden Jungs eigentlich gespielt und habe auch gerne mit denen gespielt. Wir waren ja eigentlich mal für so die dritte Reihe. Zum Kämpfen waren wir da, ne? Auch mal ein Törchen hin und wieder mal zum Schießen. Aber ja, mit dem Alexander Brinkmann habe ich auch gerne gespielt. Die eine Saison am Anfang, als ich nach Herne gekommen bin. Ja, also Brinkmann, Hauptig und Schneider. Den habe ich gerne zusammengespielt. Ja, die nächste Frage ist, als Spieler, wolltest du da jemanden schon mal richtig einen aufs Maul hauen? Also hattest du da so einen richtigen Hassgegner? Ja, auf jeden Fall. Nicht nur einen. ist ja auch hin und wieder dann dazu gekommen. Ne? Nicht jedes, nicht, ne? Ich habe mich aber auch mit Spielern dann, also es gab halt auch Spieler, mit denen habe ich mich auf dem Eis eigentlich überhaupt gar nicht verstanden, in gegnerischen Mannschaften, aber habe dann später irgendwie mit denen zusammen in einer Mannschaft gespielt und habe dann halt gemerkt, ja, wir sind eigentlich relativ gleich und ja, wir kommen eigentlich gut miteinander zurecht und ja, so ist das eigentlich meistens. Auf dem Eis, ne, hat man weniger Freunde, sag ich mal, aber wenn das Spiel dann vorbei ist, dann regelt sich dann eigentlich auch wieder und dann ist auch wieder gut, ne? Ich weiß natürlich auch, was ihr hinaus wollt, oder ich kann es mir denken. Wir hatten ja mal da diesen Vorfall da in dem ersten Playoff-Spiel gegen die Indians. Klar, der, die 26 damals, ich will den Namen jetzt gar nicht nennen, hat natürlich da, ja, war eine miese Aktion, klar. Aber wenn ich ehrlich bin, habe ich so Checks auch schon gefahren und habe das auch nicht extra damals gemacht, wenn ich so einen Check gefahren bin und habe einen dadurch verletzt, was auch nicht ausgeblieben ist. Ja, dann hat es mir da auch leid getan. Ich habe meine Sperre bekommen. Ich habe auch mal in Herne eine Matchstrafe bekommen in meiner ersten Saison für einen Check gegen Kopf. Da habe ich auch 5 oder 6 Spiele für bekommen. Ja, hat mir natürlich auch leid getan, aber ist dann halt so. Aber das macht niemand extra und das hat er wahrscheinlich damals auch nicht extra gemacht. Und das wird ihm auch leid getan haben, von daher. Ich habe ihn auch wieder gesehen dann in Deggendorf, als wir gegen Deggendorf gespielt haben. Er hatte mich dann auch einmal gefragt, ob es jetzt soweit werden mit uns beiden, aber da war halt damals auch ein schlechter Zeitpunkt und dann wollte ich das nicht und ja, irgendwie ist es dann auch nie dazu gekommen. Ja, kannst du dir vorstellen, in der EHHL zu spielen, also in der Hobbyliga? Nee, eigentlich nicht. Ich meine, ich dürfte da auch erstmal, ich glaube, du bist da ein paar Jahre als aktiv, also als Ex-Spieler, sag ich mal, im DEB-Bereich oder ich weiß nicht, ob auch im LEV-Bereich schon zählt, ein paar Jahre gesperrt, meine ich. Also darfst du jetzt nicht einfach dann in der Hobbyliga mitspielen, wenn ich da richtig informiert bin. Aber habe ich jetzt eh nicht so die Motivation. Nee. Ja, die nächste Frage ist, was ist deine Meinung dazu, dass Lars Gericke jetzt Co-Trainer in Herne ist? Ja, mit dem Lars hatte ich mich auch das ein oder andere Mal damals auf dem Eis gehabt, als er noch in Hamm, glaube ich, gespielt hat und in Unna.
War nicht mein bester Freund, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber ich habe ihn jetzt halt dann auch kennengelernt nach meiner aktiven Zeit oder nach unserer aktiven Zeit, weil ich auch öfter mal in Herne bin und mit dem Danny quatsch. Und dann, ne, klar, der Lars ist der Co-Trainer und dann unterhalte ich mich auch mal mit dem Lars natürlich und wir verstehen uns gut. Ich denke, er macht auch einen guten Job da und ja, ich glaube, der Verein kann froh sein, ihn zu haben. Ja, pfeifst du bzw. ihr als Schiedsrichter immer 100% neutral? Natürlich, soll ich jetzt auch andere sagen, aber es ist ja auch so, es wird mir auch nichts bringen, nicht neutral zu pfeifen, denn du hast immer mal irgendwie einen oben auf der Tribüne, der ist vielleicht ein Schiedsrichter oder war mal ein Schiedsrichter und kennt den Schiedsrichter, ob man oder du hast eine Beobachtung, also bist auch als Schiedsrichter oft beobachtet und da würdest du dir auch ins eigene Fleisch schneiden, dafür da, die Spiele fair und sicher zu leiten und das habe ich jetzt bisher auch so gemacht und das ist auch der richtige Weg. Ja, jetzt kommt eine Frage von einer Person, die du, glaube ich, sehr gut kennst und zwar ist die Frage, beziehungsweise die Anmerkung, die wir machen sollen, so eine Anekdote, als du in Essen gespielt hast und du wohl mit Herrn Kreuzmann, als er damals in Dortmund war, aneinander geraten seid. Kannst du uns da was zu sagen? Ja, da war der Kreuzer war damals noch der Captain in Dortmund und ich war in meiner letzten Saison in Essen und da hat der Kreuz noch richtig schön lange Haare gehabt, bis zu den Schultern. Ja, und er hat sich auch besonders gut mit unseren Fans verstanden in Essen und damals, ich kenne ihn schon lange, ich habe mit ihm auch in der U13, U14 zusammengespielt, als er in Krefeld war und ich in Essen, also ich kenne ihn wirklich schon lange. Haben uns auch eigentlich nie so gut verstanden, wir kannten uns und ja, dann kam es halt mal dazu, da, ich glaube, der hat da mal irgendwie eine Aktion gehabt, dass er unsere Fans irgendwie unnötig provoziert hat oder so. Und da kam mein damaliger Trainer auf mich zu, war kurz, ja, kurz vor Ende des Spiels, stand irgendwie unentschieden, ging um nichts mehr. Ja, und dann hat er gesagt, wenn die Verlängerung anfängt, dann stellst du dich mal zu dem am Bulli und dann habt ihr euch mal ein bisschen lieb und das ist dann auch dazu gekommen. Herr Kreuz hat mich dann noch ganz nett angequatscht am Bulli. Da wusste er natürlich nicht, was auf ihn zukommt. Und wobei ich jetzt auch da keine große Nummer rausgemacht habe, gesagt, Kreuz, ne, ich muss jetzt einmal kurz mich mit dir ein bisschen hauen. Und ja, da haben wir uns kurz zwei, dreimal gehauen. Ich glaube, der hatte mich sogar noch mit dem Handschuh irgendwie so oben am Lid erwischt und ich hatte sogar noch so einen kleinen, ich sag mal, Cut. Ja, er war eher ein Kratzer, für ihn war es ein Cut. Und ja, ein paar Jahre später hat er mir dann nochmal erzählt, dass er mir ja dann doch auch einen kleinen Cut hier verpasst hatte. Was für mich aber noch ein Kratzer war. Wurde sogar noch ein bisschen entlohnt dafür nach dem Spiel, also hatten wir beide was davon. Boah, das ist wohl die Anekdote, auf die mein Cousin hinaus wollte. Jetzt nochmal eine kleine Zwischenfrage, bevor wir zu der Schnellfragerunde kommen. Du hast es jetzt, wie auch schon vorhin gesagt, noch nie für Herne, also noch nie ein Spiel von Herne gepfiffen. Ist das gewollt vom DEB oder ist das Zufall? Also ganz sicher bin ich mir nicht, denn der Schiedsrichter Obmann, der für mich zuständige Schiedsrichter Obmann, hat mich mal gefragt, beim anderen Spiel, als er mich beobachtet hat, ob das ein Problem für mich wäre, in Herne zu pfeifen oder halt ein Herner Spiel zu pfeifen, ob in Herne oder woanders, spielt ja erstmal keine Rolle. Habe ich gesagt, klar, kein Problem für mich, würde ich auch machen. Ist aber noch nicht dazu gekommen bisher. Vielleicht hat er sich dann doch nochmal anders überlegt, ich weiß es nicht. Aber ich hätte da kein Problem mit. Ich wäre trotzdem natürlich neutral und schauen wir mal. Ja, jetzt kommen wir zu unserer Rubrik 10 Fragen, 10 Antworten. So, deine Lieblingsstadt? Ja, meine Heimatstadt Essen natürlich, aber eigentlich München. Lieblings-Eishockey-Verein? Ja, Herner e.V. und Star Bulls Rosenheim. Dein Lieblingsessen? Pizza. Lieblingsfarbe? Blau. Was ist deine größte Macke? Oh, da gibt es schon viele Macken, würde ich sagen. Aber eine Macke ist wohl, dass ich ein Langschläfer bin. Also vor allem jetzt, die letzten 5 Wochen,
liege erstmal bis mittags ins Bett, im Bett, damit der Tag nicht so lang ist, ne? Lieblingsfußballverein, wenn du einen hast? Bayern München. Jawohl. Herne. Herne, ja. Wiesenbergpark, Herne e.V., Lago. Oh, mehr fällt mir da eigentlich erstmal nichts ein. Essen. Essen, ja. Essen ist meine Heimatstadt, klar. Auch wohl die mit einer der grünsten Städte Europas, ne? Also gibt es viele Grünflächen, fällt mir dazu ein. Ja, Baldeneysee, Limbecker Platz und Rot-Weiß Essen, aber der ist nicht mehr so, ja, nicht mehr so groß angesagt, ne, der Verein. Ja, was ist deine Lieblingsmusik? Hip-Hop, R&B. Hobbys. Hobbys. Also ich mache viel Fitness. Jetzt im Moment gehe ich viel mit dem Hund von meiner Freundin raus. So, ansonsten habe ich eigentlich nicht viel Zeit, muss ich sagen. Wenn das normale Leben wieder anfängt, bin ich eigentlich von montags bis sonntags im Einsatz. Ja, eigentlich Sport. Ne? Ich gucke auch viel Fußball im Fernsehen. So, das mache ich gerne. Ja. Ja, Nebi, das war's schon. Danke für deine Zeit. Bleib gesund. Vielleicht sehen wir uns ja mal bald wieder. Ja, danke euch auch. Danke für die Einladung und wir sehen uns bestimmt in der Halle demnächst mal, ne? Ciao, ciao, Nebi. Ciao. Ja, das war unser 10. Talk. Der nächste Talk steht noch nicht fest für unser Gast. Das findet ihr dann auf Facebook und auf Instagram, wer es wird. Und ja, wir bedanken uns, dass ihr reingeschaltet habt. Ja, wie immer noch unser kleiner Hinweis auf den PayPal-Link, da wo ihr uns eine kleine Spende dalassen könnt. Den findet ihr wie immer in der Infobox. Und ja, danke fürs Zuschauen.